Kerbal Space Programm. Willkommen zurück. So, wir werden noch mal einen kleinen Rundblick wagen. Du hast nichts. Ach, wobei. Ja, 187.000. Das ist gar nichts. Ach, weißt du was? Wir bauen eine Satellitenstufe, die nehmen wir mit. So, Ende der Geschichte. Und wagen uns dann an unseren Satellitendieb. Quatsch, Satellitendieb. Meteoritendieb, genau. Wo bist du, mein Freund? Da. Nein. Das bist du nicht. Hä? Bin ich blond oder was? Da bist du. Sieht doch gut aus. Allerdings nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil... Wenn ich den jetzt... Strom hast du dranne. Akkus hast du natürlich noch keine dranne. Das wär's jetzt. Wir starten und vergessen die Akkus. Gut. Da können wir zwei Stück direkt hier reinkloppen. Dann machen wir den Laden zu. Fertig. Komme ich noch an das Ding ran, falls ich den mal brauche? Nein. Doch. So. Klappe zu. Alles klar. Nein. Ich habe nämlich Folgendes gedacht. So. Also erstmal muss ich ihre Action Wheel zwischen. Und zwar ein richtig fettes. So. Und jetzt noch einmal. Ich habe mir nämlich Folgendes gedacht. Wenn ich... Hat jetzt das Ferik zerschossen? Ja. Okay. War auch richtig so. Wenn ich jetzt hier unten die Transferstufe ranbaue und dann die Startstufe, dann wird das Ding so lang, das wobbelt wieder hin und her. Das heißt, das Fairing muss weg. Und ich muss die Transferstufe hier links und rechts ranbauen. Genau. So, das sieht dann ungefähr so aus, dass wir... zwei absprengbare Ringe nehmen. Die hier. Und sie nicht außen ranbauen können. Das heißt, wir müssen die Dinger nehmen. So. Und dort jetzt... Nein, du bist zu groß. Zwei Tanks ranbauen. Und zwar zwei Tanks vom Kaliber. Die werden zu klein sein. Wobei, die gehen eigentlich. So. Berühren die sich? Nein. Gut. So. Zwei Tanks von diesem Kaliber. Daran werde ich nämlich jetzt zwei Triebwerke befestigen. Warte mal. Das hier sind... Genau. Das sind 6 Minuten. Das ist unser normales Triebwerk. So. Daran werde ich jetzt zwei Triebwerke befestigen. Der Marke... Du bist zu klein. Da sind nämlich nochmal 1500. Genau.
Der bringt uns dann nämlich in die Umlaufbahn. Wolfshund? ...1879... 4 Minuten. Die sind noch kleiner. ...1500. Die Bobcat ist schon sehr effektiv. Die Bobcat ist schon sehr effektiv. Auch 1500, aber nur eine Minute Brenntime. Nein, wir bleiben mal bei der Bobcat. Oh, 1700 verteilt sich auf 6 Minuten. Die können wir eigentlich auch nehmen. Pudel ist das. Ja, wenn wir nochmal mit dem Schub runtergehen. Nee, die Cheater nehmen wir nicht. So. Okay. Jetzt müssen wir hier aber wegkommen. Auf Abstand. Das machen wir folgendermaßen. Bekommen wir dort den hier zwischengeklemmt? Stimmt nicht. Naja, wobei. Nein. Und hier geht er natürlich nicht ran. Das heißt, er muss hier oben ran. So. Ist das gerade? Nein, ist natürlich schief. Das gerade? Ja. So. Jetzt werden wir den hier unten abstrutzen. Einmal links. Einmal rechts. Und damit dann das Absprengen richtig funktioniert, gibt es noch eine Separaton. So. Alles klar. So. Gut. Ich hoffe mal, das geht klar, dass wir den Testflug klären müssen. So. Super. Das ist unsere Transferstufe. Die wird uns zum Meteoriten, den wir einfangen wollen, hinbringen. Danach schießen wir sie weg. Und dann sind die Dinger hier für die Annäherung dran. Was bist du eigentlich? Ach so. Genau. Dann. Hä? Was habe ich denn hier oben gemacht? Wie viele Triebwerke habe ich denn da dran?
Okay. So. Ihr kommt in eine Extra. Nein. Nein. Da. Die kommen rein. Und da. Die beiden Separatons. Gut. Und das ganze Ding jetzt müssen wir in Orbit bringen. Das sind jetzt genau 135 Tonnen. Oh, what could go wrong? Dazu kommt unser richtig schweres Gerät zum Tragen. Nein. Habe ich da schon einen Ring dran? Nein. Da ist der Ring dran. Hä? Ach richtig, hier war ja unser Kopplungsstutzen zwischen. Das ganze Ding dreht sich ja dann um. Weil genau genommen ist ja von unserer Rakete hier. Die fliegt jetzt hier mit. Und danach drehen wir sie um. Und dann ist hier vorne und da ist hinten. Gut. Schweres Gerät haben wir gesagt. Das heißt, der hier. Und nein. 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 Ja. So. Warte mal, wenn ich da jetzt eine Startstufe drin... Nein. Wenn ich da jetzt eine Engine Plate drunter hänge. Genau, Engine Plate. Du bist mein Freund. Da. Und dort machen wir jetzt... Nein. Variante Short und... Ah. Zwei. Jetzt drehen wir dich. Und jetzt hängen wir dort drunter zwei fette Triebwerke. Die hier. Machen für eine Minute 1,13. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Boom. So. Jetzt können wir nämlich ganz normal unsere Seitenbooster ranbauen. Und dann mit einem Asparagus-Staging den ganzen Zirkus nach oben schießen. Pass mal auf. Asparagus-Staging. Damit. 4. Mein Freund Rockomax. Mein Freund Rockomax, wo bist du? Da. 4 Stück. So. Die übliche Trichterei drauf. Zack. Zack. Und zack. Das sieht doch gut aus. So. Da hängen wir jetzt so unten drunter 4 fette Triebwerke. Skiff, Skipper, Mainsail. Boom. So. Die 4 Mainsails alleine machen 1,35.
können wir uns sparen. Die machen jetzt 0,6. Genau. Zusammen mit den beiden hier machen sie 1,23. Das reicht. So. Nach dort drehen wir uns. Das heißt, abgeworfen werden zuerst die beiden. Das heißt, wir müssen... von hier nach hier. Und von hier nach da. Von hier nach hier. Und von hier nach da. Super. So, jetzt geht's los. Also, wir starten. Diese vier. Und diese beiden. Als erstes sprengen wir ab. Die beiden. Danach sprengen wir ab die beiden. Danach sprengen wir ab den hier. Halt. Den hier. Dabei starten wir dann auch die beiden. Hier starten wir gar nichts. Separatons. Naja, geht auch ohne. Wir probieren es erstmal ohne. Okay. Abstrutzen. So. Ah, wobei. Separatons sind schon eine gute Idee. Onkel Separaton, hallo, willkommen. Und dahin. So. Jetzt. Nein. Ja. Drehen wir dich etwas zurecht. So. Stopfen dich noch etwas tiefer da rein. Super. So. Gut. Und jetzt müssen wir natürlich die Separatons auch anpassen. Also. Als erstes die beiden. Die und die. Die fliegen damit weg. Und die beiden Separatons fliegen damit weg. Jetzt bekommt das ganze Ding noch die standardgemäßen Flügel. Und schon haben wir eine Rakete, der ich absolut nicht vertraue. Was wir machen können, ist noch abstrutzen von wo machen wir das? Nein, ich will nur zwei. Ach, das geht nur einzeln. Und zwar will ich von dort... Hallo? Aha. Ach so, es gibt eine Maximallänge. Na dann... müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich nämlich gedacht, dass wir von hier aus... das hier oben
absichern. Aber wenn das nicht geht, müssen wir es hier unten absichern. Dann können wir es auch zu viert machen. So. Naja, das können wir uns sparen, weil wir haben hier unten Absicherung. Okay. Ich würde mal sagen, das Ding könnten wir auf einen Testflug schicken. Ich probier's. Nächstes Mal. Wir speichern das jetzt ab als Asteroiden-Dieb 1b. So. Du hast natürlich keine Besatzung. Und die Customs hier... Toggle Engine. Custom 2 ist der hier. Toggle Engine. Und mit Custom 3 toggeln wir die. Ja gut, und Custom 4 können wir den hier noch toggeln. So. Es hat nämlich den Vorteil, dass wir mit den Tasten 1 und 2 jeweils zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschub umschalten können. Das werden wir brauchen, wenn wir die Asteroiden abbremsen müssen. Das wird ein Spaß. Ich bin absolut misstrauisch. Okay, wir speichern ab. Wir gehen raus hier. So. Ja, und dann sage ich mal von hier aus, wir sind klar zum Start. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later!